Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Firewalls mit mir, IC, dem Motherfucking Z. Ich glaube, wir sind in der 41. Folge mittlerweile schon angekommen. Wie ist das hier so leise alles? Jawohl, besser. Was gibt's groß zu sagen? Wir befinden uns immer noch in der Weihnachtszeit, glaube ich. Ja, locker. Eigentlich müssten wir uns safe noch in der Weihnachtszeit befinden. Und ich habe gedacht, wie nice wär's denn, wenn wir diese Folge uns nochmal darum kümmern, den ganzen Shit wegzukriegen. Also, das heißt, dass wir die ganzen Sachen schon mal sammeln, die wir brauchen fürs End. Das machen wir ja am besten, indem wir uns einmal rausbewegen an die frische Luft, sag ich jetzt mal. Und einmal Endermans Farm. So, davon brauchen wir ja ein paar. Wovon wir nichts brauchen, ist von den Dingern hier. So, genau. Mehr brauchen wir ja quasi nicht. Außer Fackeln. Das wäre noch wichtig. Oder wir nehmen diese eine Laterne hier mit. Das können wir natürlich auch machen. Das hier. Und dann brauchen wir noch ein bisschen was zum Bauen. Wieder ein Block, den man erkennt. Unter 1.000.000. Cobblestone. Jawohl. Lass uns einfach direkt gar keine Zeit verlieren. Genau, Backpack habe ich dabei. Also jetzt gehen wir mit ziemlich krassen Loot rein. Das heißt, jetzt müssen wir aufpassen. Und nicht sterben. So, das Einzige, was jetzt natürlich ein bisschen blöd ist, ist, wir haben ja schon herausgefunden, dass in diese Richtung hier alles offen ist. Dass in diese Richtung alles offen ist und wir von hier rein theoretisch rauskommen. So. Mein Plan ist jetzt, einmal hier rüber bauen und auf locker easy entspannt die Nether-Festung aufmachen. Beziehungsweise holen. Zwischendurch natürlich auch nach Mobs scouten. Ich glaube, wir können hier schon mal eine Treppe bauen. So, wo ist sie denn, die Festung? Ich sehe von hier jetzt noch gar keine. Wie hatten wir denn damals die andere gefunden? Okay, große Frage ist, wollen wir uns jetzt einfach weiterbauen? Dann nehme ich nur noch mal kurz von hier ein paar Blöcke mit. Dann müssten wir ja jetzt der Richtigkeit halber hier einmal durch. Crazy. Hier ist tatsächlich weit und breit keine Festung. Da unten habe ich mich auch schon mal lang gebaut. Dann sind wir ja doch gar nicht so weit weg gewesen. Jetzt werden wir jetzt hier einfach mal rechtsklick durch. Muss ein bisschen aufpassen, dass der Gas da oben mich nicht sieht. Jetzt weggesprengt werden, das wäre echt ungünstig.
Komm her. Boah, er kann da bis nach da oben springen. Ja, aber damit habt ihr alle nicht gerechnet. Okay, vielleicht scouten wir erstmal. Ich bin immer ruhig in den Nether-Folgen, ich weiß. Aber ich habe halt auch wirklich gar keinen Bock zu sterben. Also wirklich echt mit den Sachen, die wir jetzt gerade im Inventar haben, muss nicht sein. Okay, also ich sehe noch keine Festung. Frage ist halt auch, weil was wir nämlich ja eigentlich noch viel eher brauchen, ist ja dieses Twilight Forest Biom. Ja gut, dann bauen wir uns erstmal hier weiter. Ey, wenn hier halt irgendwo ein Mob auf mich gesprungen kommt, war's das. Boah, das sieht gut aus. Ja, darüber. Boah, ich bin echt ruhig gerade, ich weiß. Okay. Ich kann zumindestens, seitdem ich das wieder umgestellt habe, also das Licht ein bisschen dunkler gemacht habe, wieder mehr sehen. Das ist schon mal einer von den Riesenvorteilen. Da hinten ist schon mal das Biom, das wir suchen. Boah, das ist nur ein Slime da hinten. Ich habe kurz gedacht, was ist das denn? Okay, jetzt weiß ich schon mal, ich muss hier hin. Dann haben wir ja nochmal die Zeit, um hier den ganzen Quarz mitzunehmen. Immerhin wollen wir ja noch verzaubern. So. Gut, das klärt es natürlich. Oh Gott, okay. Krass, habe ich nicht gesehen auf dem Weg hierher. Das klärt ja noch nicht das Grundproblem, dass wir immer noch keine Festung gefunden haben. Okay, Quarz ist hier auf jeden Fall genug. Brauchen natürlich so langsam die richtig dicken Quellen. So, da ist schon mal ein Enderman. Okay, der ist aber ganz schön weit weg.
Alter, die machen richtig gut Schaden. Irgendwie das Gefühl, dass wir in die richtige Richtung gehen. Problem ist halt nur, dass ich mich nicht gut genug damit auskenne, um zu wissen, was hier alles kommen kann. Ich habe dieses Ding nie in die Hand genommen, sehe ich jetzt gerade mal. Die Fackel, die habe ich ja konsequent wieder weggepackt. So, jetzt habe ich sowas halt mal mitgenommen. Kann ja nicht schaden. So, was sehen wir von hier? Keine Festung. Was ist das hier eigentlich? Soul Soil. Okay, was sehen wir von hier? Auch nichts wirklich Weltbewegendes, ne? Gut, dann will ich auf jeden Fall erstmal in die andere Richtung weiter. Sind das da drei Skelette? What? Wir haben es auch irgendwie geschafft, nicht den Kollegen hier anzugreifen. Das heißt, wir sind auch noch cool mit den Pigments. Oh yeah, ey. Ja, du kannst ja ruhig da unten weiterfahren. Alter, ist das alles irgendwie deprimierend hier. Und crazy. War der Nether in Minecraft schon immer so traurig? Alter, das ist die beschissenste Kombi. Soul Sand und Skelette. Schon wieder keine Festung. Nee, so wie es aussieht, schon wieder keine Festung hier. Müssen wir noch weiter. Also wirklich, das ist so dämlich.
Oh, crazy. Oh, da ist eine ziemlich fette Ader. So, da oben. Boah, viele haben wir auch nicht mehr. Aber uns fehlen auch nicht mehr viele Level. Das kommt auch noch dazu. So. Jetzt diesmal sind wir ja relativ safe. Ich habe nämlich einen Screenshot mit unseren Koordinaten. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Ich wollte ja nach da hinten hin. Aber hier kann man sich runterdroppen lassen, was ich auch gar nicht so dumm fände. Macht meiner Meinung nach sogar fast am meisten Sinn. Oh. Er trägt Rüstung. Krass. Bringt ihm nur leider nichts. Schon mal das Biom. Aber das ist ja falsch. Wir wollen ja dieses andere, hier, das, in dem wir jetzt gerade sind. Ich meine, dass da die meiste Wahrscheinlichkeit auf eine Festung ist, oder? Oh Mann, ey, wir brauchen halt echt unbedingt eine Festung. Der jetzt auch gerade mal ganz entspannt der Tod sein können. So, jetzt sind wir hier ja quasi in diesem unteren Layer, ne? Ja, genau. Aber... weit und breit keine Festung. Gut, dann müssen wir von hier erstmal wieder einen Schuh machen. Kann jetzt halt auch nicht direkt die ganze Spitzhacke verballern. Mal hier rüber. Darunter. Da verspreche ich uns Erfolg. Seht ihr diese kleine Brücke da quasi. Da will ich hin. Kann man die eigentlich... nee, die kann man nicht zu Knochen verarbeiten. Okay, schade. Das wäre natürlich nice. Yo! Wie hat Emme denn das Ding da gerade gegeben, ey?
Ich habe immer gedacht, so ein Nether Fortress zu finden ist easy. Es ist nur schwierig zu überleben. Aber aktuell scheint beides irgendwie das Problem zu sein. Weil nur weil die da sind, heißt es ja auch nicht automatisch, dass es Pustekuchen wird, ne? Oh Mann, ey, und dieser richtig ätzende Soul Sand macht's halt auch nicht besser. Oh. Krass, ey. Jo. Also, dass sich Quarz so sehr lohnt, ist echt crazy. Im Ernst jetzt. Ey, ist das nicht ein gutes Zeichen, wenn hier so viele von den Leuten abhängen? Heißt das dann nicht auch, dass eine Netherfestung in der Nähe ist? Ja. Perfekt. Okay, hier spawnen ja zumindest schon mal Endermen, ne? Oh, guckt mal, das ist eine Art... Ah, nice. Okay, ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und erkunden das hier mal. Bis dann, ciao.